Willkommen zum letzten Tag mit Small Boss the Third Speedroid Deck. Im letzten Part haben wir es umgebaut und dabei ein kleines Detail vergessen. Ne? Ja, gute Karte. Und absolute Standard in Speedroid. Weil Wind. Da kann man in Token mitgehen und also da kann man in Synchros mitgehen und überhaupt und gute Karte, ja. Ja. Anyway. So, jetzt müssen wir nur kurz einen Cut dafür finden. Der Windpegasus vielleicht? Der Attic Mr. Hampelmann. Ja. Ich meine, er ist nicht schlecht, ja, aber... Oder würde der mehr Sinn machen zum Cutten? Nee, ich glaube, ich bin auch beim Wind Pegasus. Weil wir brauchen ja die beiden Crystal Wings, um mit dem Elfer rauszutaggen. Die beiden Keywings. Ja, stimmt auch wieder. Ich mag halt nur den Attic Nister, weil der eine Spelltrap kaputtballern kann. Ja gut, ich meine, der Level Elfer geht auch mit dem Attic Nister. Fairpoint. Dann schießen wir vielleicht den normalen Clearwing raus. Ja, weil das der was macht, Den die Chance am normalen. geringsten. Ja. Okay. Ah, übrigens noch an den Comment, der gemeint hat, dass die Windwitches einem einen Crystal Ring vor der fünften Summon ermöglichen und damit Nibiru aushebeln. Das ist richtig. Und dann? Ich meine, ja, du kannst dann keine Nibiru mehr auf deine Plays fressen. Du kannst aber auch keine Plays mehr machen, die überhaupt eine Nibiru kriegen könnten. Ja, das war ja das, was wir. Ich glaube, das hatten wir das nicht sogar gesagt, dass das Argument gegen Windwitches ist, dass die dich halt aus allen anderen Plays rauslocken und deswegen nein? Kam anscheinend nicht deutlich genug rüber. Okay. So, anyway, diesmal mit Auroradon testen. Player. Oh ja, hier geht was. Hier geht sowas von was. Ja, wir dürfen möglicherweise Karten spielen. Das könnte sein. Mal gucken, wie viele Hände wir fangen. Oh. Cool. Ja, dein Tag geht on board. Dein Tag geht on board. So, für den ersten Crystal Ring wolltest du Taketomborg into Würfel machen, richtig? Ja. Ist die Frage, machen wir dann das hier und holen den, und normeln den hier, sodass wir mit Taketomborg was anderes holen können, oder machen wir trotzdem Würfel mit Taketomborg und normeln dann die Slot Marble Machine? Kommen wir dann in den zweiten Taketon, kommen wir dann in den zweiten, in der zweiten Normal Summon sinnvoll. Wenn ja gut, mit dem Blickmonster halt. Ja, ja, wenn wir Taketonbock bauen, und dann suchen. Also Taketonbock bauen, dann für Daiko gehen. Und dann in, kann nicht der Daiko von der Hand specialen? Ich glaube nur aus dem Friedhof. Wir können ja mal die Taketonbock specialen, das weiß ich auf jeden Fall. Ja, die Frage ist nur. Ja, ja. Und wir werden auch auf jeden Fall Daiko damit holen, denke ich. Okay, dann holen wir Daiko. Weil den Würfel haben wir ja auf der Hand. Also, ja, dann normeln wir den Würfel. Ja, oder wir holen ihn dann aus. Oder wir holen dann was aus der Hand. Jetzt gehen wir erstmal für Daiko. Ja. Ich kann auch von der Hand rufen, genau. Okay, nevermind. Genau, Hand oder Friedhof, genau. So, Crystal Wing brauchte... ein Non-Tuner-Synchro. Ja, ich würde jetzt wahrscheinlich sogar Ich würde jetzt...
Okay, folgender Vorschlag. Wir gehen jetzt Marble Machine normeln. Dann gehen wir mit der Marble Machine irgendwas angeln. Zum Bleistift. Card, das kann man noch specialen. Zum Bleistift ein Card-K, ja. So, und wenn wir jetzt theoretisch in Warte, wenn wir jetzt einfach mit den beiden in Haguita gehen, dann das hier specialen, dann haben wir schon mal einen Crystal Wing und dann können wir. Ja, dann haben wir die Normal Summon hier, brauchen die extra Normal Summon, ja. Na, man meint aber nichts gesagt. Ja, also mein Vorschlag wäre jetzt gewesen, wir gehen für Stardust Charge. Aktivieren dann Daiko, um den Vierer aus der Hand zu specialen. Gehen was buddeln und bauen dann erstmal eine Fleur mit Stardust Charge und Ding. Ja, das macht mehr Sinn. Dann haben wir auch mehr, also ich, dann, vor allem haben wir dann mehr Karten auf der Hand. Weil wir könnten theoretisch auch einfach Daiko mit dem hier into Haguita, Ja, Card-K, ich Crystal will Wing. Plus generieren. Dann hol das den Card-K mit dem Daiko wieder, hol Haguita wieder, hab den nächsten Crystal Wing. Okay, das war Ja. jetzt nicht so pralle. Egal. So, weil jetzt darf der nämlich eine angeln. Das durfte er vorher nicht. Deswegen mussten wir erst Marble Machine normeln. Recovery, würde ich mal sagen. Recovery. So, dann haben wir Eine Fleur. Fleur. So. Und So, jetzt dann. wäre der Plan quasi, jetzt können wir Auto specialen und dann können wir in Link gehen. So. Was wollen wir haben? Wir wollen Double Jojo haben. Und was wollen wir als anderes nehmen? Haben wir das schon durch? Das heißt, was immer wir holen, ist es für den nächsten Zug. Außer Wir Jojo. räumen 6 weg und gehen Marble Ja. Machine WU holen. Mit anderen Worten, wir gehen Marble Machine holen. Ja. Na? Er muss jetzt schon was klicken, unser Freund und Kupferstecher. Ist das so klar? Ja, war es. War es halt echt. Das ist bloß. Ja, genau, die zwei. Okay, dann kommen wir mit Genau. der extra Normal Summon. Wobei doch, wir haben noch die Speed Recovery. Ja, dann können wir jetzt mit der Speed Recovery mal was wiederholen gehen. Ist ja egal was, weil wir sowieso in den Cork Blaster gehen. Hauptsache, es ist halt ein Non-Tuner. Ja. Jetzt müssen wir nur kurz überlegen, auf welches Level wir diesen Non-Tuner drehen wollen. Auf 2 für Cork Blaster. Ach so, ja. Ja, so kann man es auch. Ja, so kann man es wohl auch machen. Dann gehen wir in. Dann kommen die wieder noch und gehen die in Haguita bauen und dann gehen Cork Blaster und Haguita in den Crystal Wing. So. Der hatte keinen Bock mehr. Ja gut, er hatte keine Handtrap. Ich meine, wir hätten Kork, wir hätten halt dann halt einen Crystal Wing, wir hätten Fleur, wir hätten die Traps gehabt, das wäre ein bisschen schwierig zum Durchgehen gewesen. Immerhin hat er uns mal eine Weile spielen lassen und dann erst gequittet, als er gesehen hat, er kommt nicht mehr durch. Und ich einfach nur gequittet, als wir sozusagen überlegt haben. Divine Punk. Gibt's Punk überhaupt noch? Ich schätze mal, wir machen das Scratch. Für einen suchenden Terror-Top zu kriegen. Weil wir können nicht wirklich mit Marble Machine anfangen, weil dann geht Terror-Top nicht mehr.
Ja. Wenn das eine Ash frisst, dann ist das halt so. Noch frisst keine. Ja gut, dann. Dann Party hart. Also extrem hart. Ja, und da wir dieses Mal Marble Machine auf der Hand haben, keine Ahnung, Auto? Ja, halt, oder Jojo. Wir können, wenn wir greedy sind, actually für Jojo gehen, ja. Dann machen wir jetzt Hat erstmal. auch den Vorteil, dass wir später, wenn wir noch in das Link gehen, drei bändischen können für Auto und Duke oder für Auto und Hound Dann würde ich oder sagen, so. machen wir jetzt erstmal die Kombi für den ersten Crystal Wing. Ja, weil wir diesmal den Würfel nicht auf der Bratzen haben. Ja. Negiert Jojo eigentlich? Wo denkst du denn hin? Das wäre ja schlecht. Hier negiert gar nichts. Ja, Jojo ist einer von den älteren Speedroids. Hätte sein können, dass die noch. Nee, 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 nee. Ein bisschen was können die dann schon. Wir müssen übrigens ein bisschen gucken, wie wir hier das Board bauen, weil ich habe eigentlich keinen Bock, ein Board zu bauen, was an einem Darkruler No More stiften geht. Um ganz ehrlich zu sein. In dem Fall müssen. Jedes unserer Boards geht an Darkruler No More stiften. Ich weiß nicht, was du da vorstellst. Naja, theoretisch hätte ich ja zum Beispiel also war, haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir hätten ja theoretisch zum Beispiel mit Corkblaster die Trap suchen können. Dann haben wir zumindest nach Darkruler No More noch einen Interrupt. Ja, Sowas in der Richtung, meinte ich. aber dafür sind unsere Plays halt stark eingeschränkt. Ja, ich wollte es nur erwähnt haben. So. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, können wir ja jetzt eigentlich das Spielen anfangen. Ja, wir können jetzt Jojo machen. Das wäre die Idee. Die Frage ist, ob wir dann den Link gehen. Wir hätten dann noch die Normal Summon Marble Machine, wenn wir in den Link gehen. Die Alternative wäre, wir chillen's aus. Wir gehen jetzt einfach nur Wir haben aber noch Raguita am die. Friedhof, ne? Denk dran. Ja. Die Idee wäre jetzt, wir gehen einfach in Würfel und drehen damit das Jojo auf Gornix bleibt auf 4 und Und dann gehen hat dann Raguita mit zurück, ja. Haguita und Dings einfach in eine Fleur und passen so. Das hat, glaube ich, am Wir können meisten Sinn. natürlich. Wir können natürlich auch noch weiter extenden. Also Würfel wird so und so. Ja. So, und jetzt checke ich kurz was. Wenn wir weiter extenden wollen, müssten wir natürlich in. Ja, der tut nichts. Wenn wir Nee, nee. weiter extenden wollen, müssen wir natürlich in Link gehen. Aber ich glaube, wir Nee, können ja einfach einfach in Flur Fleur. gehen. Einfach Fleur, nicht aktivieren. Aguita zurück. Dann haben wir noch Marble Machine und Monster Reborn für den nächsten Zug und den Aguita im Grave. So, nein, bitte nicht. Okay. Ja, nee, 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 Das das passiert braucht mal er nicht. nicht. Das forst sowieso den Negate, also können wir den Negate auch jetzt zünden. Eben. Hi. Okay. Kannst du was? Ich glaube, das wollen wir negieren. Ja, das negieren wir mal vorsichtshalber. Der kann, glaube ich, auch einen entsprechend großen Stock bauen. Oh, Okay, okay, das ja gut. Monster wollten wir nicht mehr haben. Wir haben noch, also ich meine, gut, die Wiedergeburt ist nicht wirklich was, aber immerhin hat er sein Monster damit auch verloren. There we go. Ja. Gravekeeper. Great Sire Man.
Okay, mal discarden wir. Wahrscheinlich den hier. Ja. Ja, macht am meisten Sinn. Alternative. Weil die anderen beiden tun noch was, wenn wir jetzt einen Ash kassieren. Wobei erstaunlich wenig Ashes rumlaufen, gerade habe ich das Gefühl. Mhm. Weißt du übrigens, was ich in dem einen Duell Hardcore gefailt habe? Aus irgendeinem Grund hatte ich gedacht, dass der Stufe 4er nur funktioniert, wenn man ihn specialt, aber der funktioniert auch, wenn man ihn normalt. Wir hätten ihn einfach normeln können. Ja, wir hätten ihn auch einfach normeln können und dann später mit Daiko zurück specialen können. Die extra Normal hatten wir ja eh irgendwann noch offen. Wollt ihr nicht was anderes normeln? Wird doch was anderes genormelt. Den Würfel. Ja, haben wir, aber wir hätten trotzdem den Daiko erstmal normeln können und hätten dann später ja, wenn es dann ist, wirklich mit Daiko noch den Würfel immer noch aus der Hand holen können zum Bleistift. Ja, mit der Daiko mussten wir doch auch normeln, sonst wäre doch gar nicht im Friedhof gelandet. Ist ja wurscht. Also. Kaum hat man 7 Terror-Tops im Deck. Schon kriegt man den Scheiß halbwegs konsistent auf 3. So, Hakuita. Und du. So. Hi. Weiter geht's. Also, was holen wir jetzt? Wir haben noch den Hakuita Special aus dem Friedhof. Ihr könnt einen Double Jojo holen und dann mit der Link Summon Card Special, Link Summon extra Normal Summon. Warte, können wir kurz überlegen. Können wir jetzt Daiko holen? Auto specialen. Link 2. Irgendwas suchen. Follow-up, scheißegal. Daiko extra Normal. Auroradon. Daiko-Effekt angelt den Piper zurück. Piper geht was angeln. Fleur. Ich weiß nicht, ob das die unkomplizierteste Art und Weise ist, auf Fleur zu gehen, aber wir können es machen. Okay. Weil dann haben wir noch den Piper-Buddel. Also, was heißt Buddel? Es ist dann ein Draw-One. Es ist Draw-One. Aber es ist Plus. Mhm. So, suchen. So, dann würde ich auf jeden Fall sagen, einen weiteren Daiko, dass wir den nächsten Zug direkt haben, und Jojo, also Stufe 7. Mhm. Ja, dann fliegt der Erdingnister. So, Daiko. Jojo. Mhm. Oh, wir hätten auch für Hound und Jojo gehen können, weil Hound wäre auch eine alternative Normal Summon gewesen. Stimmt, das macht doch nicht mehr Sinn. Weil die legt ja den Daiko rein. Stimmt, weil jetzt kriegen wir wieder nur das Jojo und Friedhof und den Daiko auf die Hand. Ja. Allerdings, wenn wir jetzt den Daiko in den Grave kriegen, aus irgendeinem lustigen Grund, dann können wir weiter extenden, was auch cool wäre. Ja. Aber rein hypothetisch, weil wir wissen beide, dass das nicht passieren wird. Ja. Na komm, jetzt gib uns den Daiko schon auf die Hand. Dass wir drüber geredet haben, ne? Yep. Ja, wir hätten den Hund nehmen müssen. So, anyway, Auroradon. Nachdem man die extra Normal Summon benutzt hat, darf man nicht mehr. Ja.
Okay, dann um Haku wieder zurück und hol noch einen Crystal Wing. Ich meine, ist ja fast so gut wie Fleur. Okay. Ja. Das hatte ich vergessen. Ja. So, das sind alles nur Effekte, die wir gerade noch nicht machen wollen. Also. Ja, gut, da kann man nochmal pro Zug holen. Das heißt. Ja, wir könnten, das Einzige, was wir tun könnten, wäre Piper zurückholen, Crystal Wing um 2 reduzieren, Fleur bauen. Jawohl. Würde ich nicht machen. Nee. Chillen wir's aus. Dafür, das kostet uns so viele Ressourcen und die meisten Threads sind immer noch Monster-Effekte. Ich meine, klar, gut, wenn er jetzt einfach einen Lightning Storm hat, dann ist das so. Na, da haben wir es mal, Monster-Effekt. Ja, der frisst gleich mal einen Crystal Ring, würde ich sagen. Der hat einen Denier discarded. Der. Ja, der frisst einen Crystal Wing. Den müssten wir sonst auf dem Feld negieren. Können wir ihn auch gleich negieren, weil der spielt eh kein Gamma. Okay, oder so, dann wäre es A wurscht gewesen. Richtig. Dann haben wir gleich die Fronten geklärt. Der spielt Ogre. Interesting. Was war die andere Karte? Das war ein Maskenwechsel, oder? Okay, passt. Ja, dann frisst jetzt gleich der Increase eine Ash und dann sollten wir hier Gucci sein. Ja, der hat ja selber nicht mehr viel. So, und? Nein. Angenommen, dass er so wenig Attacke hat, jetzt nicht in die Crystal Wings reinrennen kann. So, Kollege. Wer hätte jetzt haben wir noch letzte Hand, haben wir noch letzte Handkarten? Nein. Nein, haben wir nicht. Wer hätte jetzt theoretisch doch zum Flexen mit dem negierten Crystal Wing auf die Ashe anketten können? Was interessant ist, was ich jetzt nicht ganz verstehe, was war die letzte Handkarte? Weil die letzte Handkarte muss ja besser gewesen sein als Mask Change, ne? Ja. Und Mask Change war hier so in der Riege der guten Handkarten schon so unter den Top, weil beschützt vor Wähler. Also hilft nicht gegen Ashe, aber beschützt vor Wähler. Sorgt dafür, dass er einfach irgendwie einen okayen Stock hat, der über einen der Crystal Wings drüber rennen kann. Nervt. Also. Keine Ahnung. Ne? Jo. Wäre schon eine gute Karte gewesen, so. Aber okay. Ich nehm's. So, das hier war das ursprüngliche Deck. Und das hier haben wir draus gemacht. Viel gibt's nicht zu beanstanden, aber das, was es halt zu beanstanden gibt, sind die Wind Witches vor allem. Gut, und ein paar Details, natürlich, das nicht sortiert ist. Aber ja, wie gesagt, die Wind Witches, klar, die locken dich nicht komplett raus, weil du halt die hochstufigen Synchros immer noch holen kannst, aber ohne Korkblaster und ohne den Rubberband Shooter bist du halt schon ziemlich limitiert in deiner Eskalationsmöglichkeit. Ja, ohne die Wind Witches hast du, wenn du nicht gerade Griffin Rider Auto Top Deck hast, nicht wirklich eine Möglichkeit, ohne vor der fünften Summon in den Crystal Ring zu gehen, das ist richtig. Das ist aber mehr oder weniger egal, weil solange du nicht gerade gebrickt hast, wenn du an einem Punkt den Nibiru frisst, wo nichts liegt außer dem Material für den ersten Crystal Wing, dann frisst du den Nibiru halt und machst dann einfach weiter. Ja. Das ist ja gerade eine der Stärken von Speedroid, dass sie durch einen Nibiru im Regelfall durchspielen können. Klar ist zwei Crystal Wing besser als einer. Aber wenn du mit den Windwitches auf den ersten Crystal Wing gehst, hast du halt danach so viel Setup-Loss. Deswegen, das macht keinen Sinn. Ja, ansonsten halt, wie gesagt, ein paar Ratios. Daraus sind wir ja am Mittwoch,
so Donnerstag, wegen dem verspäteten Upload, genauer eingegangen. Deswegen muss man da jetzt nicht wieder drauf eingehen. Und dann kriegt das Deck hier mal in so einer Gesamtheit 11 Punkte. Weil Ja. klar, im Großen und Ganzen funktioniert es trotzdem. Spielst halt ein gutes Deck mit ein paar unnötigen Breaks, quasi. Ja gut. Dann wie gesagt, 11 Punkte hierfür. Und man sieht sich nächste Woche wieder bei einer weiteren Deckbewertung. Bis Bis dahin. dahin.